Einen schönen Mittag euch allen. Hallo erstmal. In den Ferien, ja, jetzt habt ihr ja richtig Ferien, keine Corona-Ferien, sondern richtig Ferien. Auch in den Ferien bieten wir euch unser Live-Training hier an. Heute machen wir ein kleines Aufwärmspiel, das heißt Stadt, Land, Fluss. Ich erkläre euch gleich, wie es geht. Ihr könnt euch selber dann so ein bisschen, ja, könnt selber so ein bisschen miträtseln und könnt dann eure Aufgaben selber machen. Ja, nicht beschummeln, wie immer. Ich kann mich leider ja nicht kontrollieren. Ich weiß ja, dass einige von euch immer so ein bisschen im Training schummeln. Deshalb versucht nicht zu beschummeln, das richtig zu machen. Und dann wiederholen wir wieder unsere 6 Hauptwürfe wie in jedem Training. Wir kommen zum Fallen. Wir machen Osorogari wieder. Diesmal aber in Kombination. Was kann ich mit dem Osorogari alles anstellen? Wann kann ich den gut werfen? Mit welchen Würfen passt der gut zusammen? Und wir kommen wieder zum Boden, machen wieder eine Beinklammer und nochmal die Brücke als Befreiung, noch ein bisschen besser dann die Brücke. Machen auch eine kleine Folgung dann dazu zu der Brücke. Das ist heute unser Thema. Dann würde ich sagen, wir starten mal. Was ihr braucht, ist natürlich wie immer eure Wurfpuppe, eine dicke Decke oder eure Bettmatratze und was zum Trinken. Ihr seht, ich habe heute mein Sommeroutfit an, weil es hier oben sehr warm ist in der Jugendschule. Und seid froh, dass ihr daheim seid. Deshalb habe ich heute ein bisschen mein Sommeroutfit an. Okay, dann starten wir mal. Ich erkläre euch die Regeln. Wir machen immer 30 Sekunden lang eine Übung. Da brauche ich kurz meine Uhr. In den 30 Sekunden muss ich das hier lösen. Muss ich alle Begriffe lösen. Obwohl, kommt, ihr seid schon ein bisschen älter. Hein? 30 Sekunden habe ich, glaube ich. Wir machen 30 Sekunden eine Übung. In den 30 Sekunden muss ich hier diese Begriffe lösen. Für jeden nicht gelösten Begriff, den ich habe, müssen wir 5 Kniebeugen machen. Ja? Also wenn ich jetzt von diesen 2, 4, 6, 8, 9 Begriffen 3 nicht habe, müssen wir nachher 15 Kniebeugen machen. Okay? Das heißt, wir machen auch keine Beinübungen. Wir machen nur Arme, Bauch und Rücken. Und die Beine lassen wir aus für die Kniebeugen dann. Ziehe immer einen Buchstaben aus meinem kleinen Spielchen. Und dieser Buchstabe sagt mir dann, was für ein Anfangsbuchstabe wir die haben müssen. Also, ich habe jetzt ein I gezogen. Ja? So, ich drücke jetzt die Uhr. Und wenn ich vor den 30 Sekunden fertig bin mit diesen Begriffen, hört ihr nicht auf, sondern wir machen 30 Sekunden lang die Übung durch. Unsere erste Übung ist ein Hampelmann, um ein bisschen zu warm werden. Das heißt, wir machen 30 Sekunden Hampelmann. Okay. So, jetzt kurz nochmal drehen die Uhr. Jetzt haben wir es. Also, ich fange mit einem I an. Seid ihr bereit? Hampelmann, wir starten so immer. Arme unten, beide zusammen. Beine auf, Hände hoch. Okay. So, seid ihr bereit? Mit einem I muss ich loslegen. Und los geht's. Indonesien. Ingolstadt. Fluss die Isar. Ein Name, nämlich Ingo. Ein Tier. Mit I. Oh Gott. Weiter. Eine Pflanze mit I. Ich glaube, Iris. Eine Frucht mit I. Weiß ich nicht. Gemüse mit I, weiß ich auch nicht. Sportart Indiaka. Mist, was hatte ich nicht? Ich hatte kein Tier, ich hatte keine Frucht und kein Gemüse. Okay, 15 Kniebeugen müssen wir machen, ja? 15 Kniebeugen gleich. Ein Tier mit I, weiß ich, ein Tier mit I. So auf die Schnelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zur nächsten Aufgabe. Wir springen vor zurück. Rechtes Bein in die Hand vorne. Und wir springen so. Und ich habe
ein R. Mit einem R fangen wir an. Zwei Seite bereit. 30 Sekunden wieder. Und los geht's. Rumänien. Rosenheim. Der Rhein. Richard. Ross. Der Regenbogen. Ganze mit eine Rose. Frucht. Gemüse. Rosenkohl. Sportart. Rugby. Jetzt eine Frucht. Oh Mann. Er weiß eine Frucht mit R. Also nur 5 diesmal. Eine Frucht mit R fehlt mir. Und los. 1, 2, 3, 4, 5. Wer eine Frucht mit R hat, hat nichts machen brauchen. Ja? So. Jetzt kommen wir zu den Lügestützen. Ein P. Nicht einfach. Also Lügestütze. Legen uns auf den Bauch. Drücken uns ganz hoch und wieder ganz runter. Okay, wie so eine Welle. Fertig. Und los. Portugal. Paris. Fluss geht schon los. Peine, glaube heißt der. Name Paul. Tier, weiß nicht, immer weiter Pflanze, eine Pappel, Frucht mit P, Papaya, Gemüse mit P, weiß nicht, Sportart mit P, oh, kommt schon, er hat noch was, Sportart mit P, Pferderennen, oh, gut, dann haben wir Gemüse aber nicht mit P und ein Tier mit P, glaube ich, hatten wir nicht. Ah, mit der 10. Gemüse mit P. Tier mit P. Pferd. Oh Mann. 1, 2, 10 Stück muss ich machen. Ihr wahrscheinlich 5. 4, 5. 6. Sag noch Kälterin. 10. Ich habe gar nicht so einfach. Wenn man sich anstrengend dadurch denken muss. Puh. So, Kiste wegschieben. Ein D. Ein D. Fertig. Und los geht's. Vorzeit läuft nicht. Kiste wegschieben hier. Ein Land, Dänemark. Stadt Düsseldorf. Fluss, die Donau. Name, Dietmar. Tier. Mal weiter. Pflanze. Ah, Tier, eine Dohle. Ah, Pflanze. Ah, Frucht. Dackel. Gemüse. Sportart. Ah, Sportart. Und stopp. Oh, Mist, hey. 3. Pflanze mit D. Gemüse mit D. Und Sportart mit D. Auch nur Zeitdruck, sich das noch überlegen. Also 15 Kniebeugen müssen wir machen. Fertig? Und los. 1, 2, 3. Außer einer von euch hat noch was, von dem das nicht weiß. Der macht dann halt 5 weniger. 10, 12, 13, 14, 15. Und geht immer ganz rund mit dem Popo, ja? Huh. Okay, Schiffchen auf dem Bauch. S haben wir, ein S. S wie Sau. Okay, Schiffchen auf dem Bauch. Und los geht's. Ein Land mit S ist die Schweiz. Eine Stadt mit S ist Saarbrücken. Ein Fluss mit S ist die Seine. Dann ein Name mit S, Siegfried. Ein Tier mit S. Spinne, eine Pflanze mit S, Salat, eine Frucht mit S,
Weiß nicht, Gemüse und erst nochmal Salat. Spannend. Ach, Mann! Pflanze ist auch falsch. Darf nicht, Pflanze darf kein Gemüse und keine Frucht sein. Es muss irgendeine Blume oder ein Baum sein. Also müssen wir Pflanze, Gemüse und Spottert. Spottert mit Essen. Sag mal, das gibt es gar nicht. Unglaublich. So, 15 wieder. 15 Kniebeugen. Also ich auf jeden Fall. Wer noch was hatte in der Zeit, muss ich ein bisschen weniger machen. Fertig, hol los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Schwimmen, Sportart mit S. Oh, so ein Kacke, schwimmen. Puh. Mann. Ist echt schwer. Bewegen und dann noch denken, ist echt schwer. N. N wie der Norden. Kein M, sondern N wie Norden. Was haben wir gerade gehabt? Ah, Arme machen wir. Okay. Das ist eine schwierige Aufgabe. Die müsst ihr richtig machen. So, zuerst mal hingehen und dann schiebt ihr eure Schultern über die Hände, sodass der Popo schon nach unten hängt. Ja, Füße sind hinten hoch. So, jetzt geht ihr runter, stoßt euch mit den Händen so ab, dass ihr abhebt von der Matte und wieder runter geht. Nicht so machen. Ja, so, das ist ein Bauch und ist ein richtiges Hängebauchschwein. Hängt alles nach unten. Okay, was haben wir gesagt? N. Oh, geht schon los hier. Fertig. Und Zeit läuft. Also Norwegen, Nürnberg. Ah, weiter Name. Norbert. Tier. Nasenbär. Pflanze. Oh, weiß nicht. Frucht. Weiß ja nicht. Gemüse. Weiß ja nicht. Mann, Spanner mit N, weiß ich auch nicht. Gibt's ja gar nicht. Narzisse, Pflanze. Frucht. Oh. Also, wir hatten kein Tier mit N. Oder ich hatte kein Tier, ihr vielleicht schon. Aber doch, Nasenbär hatten wir. Tier hatten wir. Fluss hatten wir nicht. Fluss mit N hatte ich nicht. Frucht mit N hatte ich nicht. Gemüse hatte ich nicht. Sportart mit N, was war das nochmal? Ich glaube, Gemüse hatte ich. Nee, Pflanze hatte ich. Oh nee, 1, 2, 3, 4, 20 Stück. 4 hatte ich, 20 Stück. Wer noch was wusste, wie gesagt, müsst ihr ein bisschen weniger machen, wenn nicht, müsst ihr auch 20 machen. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin immer überlegen. Sportart mit N. Gibt's ja gar nicht. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puh, war nur zwei Aufgaben. Einmal der Bauch. So, auf dem Bauch, Schiffchen auf dem Rücken. 30 Sekunden lang. Ich habe ein E. Wie Emil. Ich habe schon einen Namen. Ich habe nur Jungsnamen, gell? Krass. So, seid ihr bereit? Also, Schiffen auf dem Rücken. Fertig. Und starten. E, Ecuador. Essen. Die Ems. Emil. Esel. Efeu. Erdbeere. Gemüse. Sportler mit die Eishockey.
Komm, Gemüse mit E. Ich hab ein Gemüse mit E. Oh. Oh. Mist, das ist Gemüse mit E. Was ist das? Gibt's gar nicht. Stopp. Oh. Fünf. Das habe ich nirgends alle mal gehabt. Gemüse mit E. Eisbergsalat. Hm? Salat. Okay, oh los. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Hampelmann auf dem Bauch liegen. Acht Übungen. Nochmal ein E. Hatten wir das gerade, das ist langweilig. Was Neues? N hat mir auch schon. Ah, was Neues. Wir brauchen Herausforderungen. Ein I hat mir auch schon. Sag mal. Schon wieder ein E. Ein A. Wir machen ein A, genau. Das ist neu. Ein A. Haben wir mal auf dem Bauch liegen, habe ich gesagt. Ja? So. Also. Und los geht's. Also Argentinien, Aachen, Anton, Quatsch, Fluss, die Anger, Tier, Affe, Pflanze, weiß nicht, Frucht, Ananas, Gemüse mit A, weiß ich auch nicht, Sport mit A, nee, Athletik gibt's nicht. Oh Mist. Oh, ich weiß nicht. Oh. Also Pflanze, Gemüse und Sportart fehlt uns. Sportart mit A, muss jetzt mal nachgucken. Also Sportart mit A, das gibt's doch gar nicht. Oh Mann. Sportart mit A. Weiß ich noch, was Sportart mit A? Ha, gibt's nichts. Also jedenfalls Google nichts. Also war gar nicht so schlecht. Okay. Entschuldigung, musste ich gerade wissen. So, drei Stück fehlen wieder. Also, Annika wäre eine Pflanze gewesen. Mann, jetzt hinterher. Egal, 15 Kniebeugen und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Huh. Okay. So, dann könnt ihr kurz was trinken. Könnt eure Matte holen. Ja, das schon auf die Seite schieben. So. Ich spreche, das machen wir aber irgendwann beim Training, das Spiel. Können ein bisschen üben schon mal. Start ein Fluss mit verschiedenen Buchstaben. Muss man kurz was trinken. Zum trockenen Hals. Hier ist so warm. So, könnt ihr euch an die Übung von letzter Woche erinnern? Wir haben da Vorwärts- und Rückwärtsfallen zusammen gemacht. Also das Vorwärtsgefallen, halbe Drehung, rückwärts mit Überrollen gemacht. Heute machen wir sowas ähnliches mit Seitwärtsfallen.
Jetzt fahren wir erst nochmal rückwärts, wir machen rückwärts mit dem Rollen wieder. Denk nochmal dran, ich zeig's nochmal vor. Kopf auf die Seite und da, wo nicht der Kopf ist, über die Schulter rollt ihr. Tief gehen, fallen und da, wo nicht der Kopf ist, Kopf rüber, da rollt ihr über die Schulter nach hinten. Ja? Ohne Matte vor, dann sieht das deutlicher. Und dann, zack, und über die Schulter nach hinten rollen. Okay? Über beide Schultern rollen. Das machen wir 30 Sekunden lang. Seid ihr bereit? Fertig. Und los geht's. 30 Sekunden über beide Schultern rollen. Genau, immer abwechselnd. Ich stelle nochmal vor, wer es nicht ganz gesehen hat. Tief gehen, runter, fallen, Kopf auf die Seite, Füße hin und Kopf, wie bei unserer Dehnübung, über die Schulter hier rollen. Ja. Sag ich mal ohne Matte, sieht man es besser. Runter, tief gehen und über die Schulter rollen. Ah. Und stopp! So, nächste Aufgabe. Zeig mal zwei rechts, links. Machen wir eine Minute. Also zwei Fallabnahmen, rechts und links. Könnt die Matte vorhin legen? Ich mache es jetzt ohne Matte. Habe hier Matten, ich brauche keine Matte. Ihr macht es auf eurer Matte. Hier, zack. Wer gelb-weiß konnte, nochmal langsam. Blinken. Spein auf die Seite schieben. Tief gehen. Auf die Seite kippen. Kurz halten. Eins, zwei. Aufstehen. Andere Seite. Blinken. Stütze weg. Tief gehen. Dann aufpassen. Nicht so landen. Langer Arm. Kopf hoch. Kinn auf die Brust. Ja, rechts und links abwechselnd. Wer schon kann, die U12 natürlich ein bisschen schneller. Bei denen sollte es schon so aussehen. Ja, und los geht's. Rechts und links eine Minute. Oh, Zeit einstellen, gell? Also er läuft. Zeit rechts und links immer. Mach's für die. Der Beiß kommt ein bisschen langsam. Blinken. Hier zur Seite schieben, eure Stütze weg, tief gehen. Zack, fallen. Blinken, Stütze weg, tief gehen. Fallen. Immer dahin. Vor allem, wo ihr blinkt, wie beim Radfahren. Und beim Auto. Ich zeige hier, ich blinke hier, da fahre ich rüber. Da blinke ich mit dem Bein, da falle ich hin. Bein wegschieben, tief gehen. Bumm. Blinken. Und. Okay, noch 10 Sekunden. Das schaffen wir 6 Mal jeder. Hein? Mal rechts, einmal links. Einmal rechts, einmal links. Und stopp. Gut, nur eine Rolle vorwärts. Zeig wieder mit Matte. Das ist für die noch ein bisschen einfacher. Schritt auf die Matte, wenn das Bein vorne ist, mit der anderen Hand die Stütze bauen. Hier rein mit dem Arm, Kopf nach hinten und rolle. Ja. Kopf darf nicht den Boden berühren, beidseitig rechts, links. Schritt auf die Matte, mit der anderen Hand Stütze bauen, Rad bauen, Kopf nach hinten abdrücken und rollen. Immer mit der Stütze abschlagen für die Gelb-Weiß-Gurte. Die das noch nicht so oft gemacht haben, machen wir langsam, dass im Bäckern wir abschlagen. Stütze, Rad, Kopf nach hinten rollen und mit der Stütze schlagen wir ab, weil die ist die erste, die auf dem Boden ist und stehen gleich auf. Eine Minute. Beide Seiten.
Los geht's! Schritt auf die Matte. Stütze, Rad, Kopf nach hinten. Vollen Aufstieg. Ihr könnt es immer hin und her machen. Ich laufe immer rum, dass ihr es besser seht. Schritt auf die Matte. Stütze, Rad. Vollen Stehen. Immer aufstehen und sicher stehen. Ja? Nicht den Mamas Vitrine putzen. Okay? Schritt auf die Matte. Stütze, Rad. Vollen Stehen. Schritt auf die Matte, Stütze, Rad, Rollen stehen. Das ist ganz gut, machen wir leider im Training nur ein bisschen zu wenig. Wir haben noch so viel Zeug unterbringen müssen. Deshalb können wir uns jetzt ein bisschen dafür Zeit nehmen, dass ihr das besser könnt. So, was machen wir daraus? Eine Kombination mit Seitwärtsfallen. Wir machen die Judo-Rolle vorwärts. Auf eine Seite, das heißt, wenn ihr mit dem rechten Arm rollt, dann heißt die Judo-Rolle rechts und ich stehe auf, dann falle ich auf die linke Seite seitwärts. Aufpassen, ist Koordinationsübung. Eine Koordinationsübung. Auf die andere Seite dann seitwärts fallen. Ich zeige es mal andersrum. Ich rolle, linkes Bein, rechte Hand, mach die Stütze, linke Hand, das war's. Ich rolle den linken Arm, also mache ich jetzt einen Linksrollen und zur Stütze hin, mit der Hand, die ich abgeschlagen habe, mache ich gleich einen Seitwärtsfall. Koordinationsübung. Okay? Los geht's, eine Minute, beide Seiten wechseln. Seit läuft. Zeige es langsam vor. Rolle ich über die rechte Schulter und ich falle links auf die Seite. Zeige es langsam zur anderen Seite. Rechts über die Schulter. Oh Mist, habe ich gerade gemacht. Und falle links. Schön, jetzt andersrum. Ich rolle den linken Arm. Falle rechts. Fall rechts. Okay. Immer die Seite wechseln beim Seitwärtsfallen. Letzte Fallübung. Gut. Und stopp. Das werden wir mal direkt tun. Kurz was trinken. So. Unser Hauptthema ist ja Osu und Gabi. Da kommen wir nachher dazu. Was können wir mit Osu und Gabi alles machen? Letztes Mal haben wir ja unsere Hauptwürfe mit Osurugari verbunden, das heißt, die dreht sich aus dem Hauptwurf ein. Heute machen wir einen Wurf, wo ich Osurugari zuerst ansetze. Und was kann ich dann machen? Ja. So, auch das nennt sich Kombination. Ja. Wir starten zuerst mit unseren Hauptwürfen. Ich zeige nochmal den ersten Stock vor. Erster Stock, Ogoshi. Ogoshi heißt, ich halte den Arm fest, umarme meinen Partner. Ja, ich fasse nicht in Gürtel. In Gürtel läuft er nicht fassen, er kriegt dann Jidos und fasst auf den Judoanzug hier hin. Ja. Partner anreißen. Schön hochheben zu euch. Hochbringen. Wenn ein bisschen klein ist hier. Okay, dann eure zwei Schritte. Jetzt drehe ich mich. Eins, zwei. Ihr landet tief. Und jetzt katapultiert ihn hier raus, zieht hier und schiebt hin. Bam. Oh Gott. Unsere Schlangentechnik. Für unsere Gäste, Schlange heißt nochmal, ich halte das Revers fest, sonst seht ihr es besser, jetzt lasst den Arm los,
Und dass ich hier festhalte, schlängle ich mich hier unten rein. Ja, deshalb Schlange. Dann mache ich wieder meine zwei Schritte. Eins, zwei, geh tief, hoch. Und werfen auf die andere Seite im Goschen. Immer rechts, links, abwechselnd. Eine Minute lang. Okay? Fertig. Und Hashime, los geht's. Ich zeig's langsam vor, ich mach's wieder ein bisschen schneller, vor allem die U12er. Wir müssen es schneller machen. Das soll jetzt schon mindestens. Ja, in einer Minute fast 20 Würfe hinbekommen. Ja? Ihr müsst ja nicht warten, bis der Partner aufsteht. Könnt ihr ja selber hochziehen. Also, die Hand zeigen wir mal auf Goshi. Eindrehen, tief. Hochwerfen. Hochziehen, die Schlange. Unterm Arm durch, Gewehr festhalten, 1, 2, Ogoshi. Normaler Ogoshi. Arm festhalten, Gewehr loslassen, 1, 2, Ogoshi. Hopp. Dreimal. Gut. Zweiter Stock ist Morotte und die Konsonante. Ja, zweiter Stock hier, heißt ich fasse jetzt hier, vorher waren wir hier unten. Jetzt gehen wir in den zweiten Stock von einem Haus. Wir fassen. Morotte Serenade. Partner, ich zeige es dir so rum. Partner aus dem Gleichgewicht bringen. So, hochziehen. Wenn Sie den Ellbogen hier unten reinschieben. Ja, Handgelenk drehen, als wenn ihr einen Schraubenzieher habt, wo ihr eine Schraube reindreht in die Decke. So drehen. Dann tut es nicht so weh. Ja, zack, hier unten rein. Zwei Schritte. Tief. Hochziehen. Jetzt kommt die Schlange. Heißt die Pensionage der Wurf in Wirklichkeit. Arm loslassen. Der Partner greift eigentlich hier. Schwenkt ihr euch hier unten rein, unter eurem Arm, unter seinem Arm durch. So. Dann wieder zwei Schritte. Eins, zwei, tief gehen. Hoch. Morotte Serenage, Ponsonage. Eine Minute abwechselnd. Los geht's. Die 12er wieder ein bisschen mitzählen. Ihr solltet auf 20 Würfe kommen. Die U10er und da die Gelb-Weiß-Gurte können wir ruhig ein bisschen langsam tun, da muss die Technik stimmen. Anreisen, Ellbogen reindrehen, zwei Schritte tief runter hoch und werfen. Anreisen, Arm loslassen und reinschlängeln, tief hoch werfen. Anreisen, Ellbogen rein. Zwei Schritte tief hoch. Werfen. Ellbogen und Schritte können eigentlich gleichzeitig sein, sollten eigentlich gleichzeitig sein. Ja, nicht so wie ich es gerade gezeigt habe. Die sollten gleichzeitig sein. So, jetzt sah es ein bisschen flüssiger aus. Ja, wenn ihr schneller könnt, ist natürlich umso besser. Hopp, Arm rein. Eins, zwei. Bam. Gut. Dritter Stock oben. Koshi Guruma. Kurz eure Puppe richten immer. Ja. Umso besser die gerichtet ist, umso fester der Gürtel ist und der Anzug nicht so rausrutscht, umso besser könnt ihr werfen. Ja, da haben wir den Vorteil, der jammert nicht. Man braucht nicht so lange zum Aufstehen beim Werfen. Euer Partner. So, Koshi Guruma. Ihr könnt ihr auf den Rücken gleich fassen am Anfang. Nicht den Gürtel. So und so. Da gibt es meist so eine Falte über dem Gürtel. Oder hier oben gibt es eine Falte. Da könnt ihr reinfassen. Ja, so. Dürft ihr gleich am Anfang. Braucht nicht am Revers anfangen. Dritter Stockgriff. Ja, dritter Stock. Erster Stock hier unten. Zweiter Stock, Revers,
Trainerstock oben drüber. Anreißen, aber zwei Schritte, tief unten, Zugdruck. Ja. Dann auf der anderen Seite muss ich ins Revers gehen. So, lass den Arm los, geh um den Kopf rum. Nicht so machen. Das ist nicht erlaubt, da bekommt ihr beim Kämpfen ein Chino. Ihr müsst in den Anzug reinfassen. Ja, wieder eure zwei Schritte. Eins, zwei, tief. Zug am Revers. Bam. Okay. Toshikuruma. Schlank Toshikuruma. Und los geht's, Zeit läuft. Hochziehen, zwei Schritte tief. Hochkatapultieren, Zug. Bam. Ernähr. Oben drüber. Hochziehen. Zwei Schritte. Zug diesmal am Revers. Bam. Denk rein, um 12 Uhr 20 Stück soll ich hinkriegen. Nicht so lang. Hopp. Zwei Schritte. Seht schon, die Puppe macht das, was viele auch machen, wenn sie kämpfen. Die schieben ihren Popo hinten raus. Dann müsst ihr halt richtig anziehen. Richtig ranholen, müsst ihr aufrichten. Okay? Gut. Sehr schön. Und was trinken? Sind nicht warm heute hier oben? Da muss ich ein bisschen mehr trinken. Okay, ich muss die Puppe schnell wieder richten. Hier nehmen wir auch. So, unsere Haupttechnik, die wir gerade üben und vor den Corona-Ferien geübt haben, war Osunogari. Haben wir jetzt auch bisher weitergemacht. So, Osunogari greifen wir jetzt an. Letztes Mal haben wir mit einer anderen Technik angegriffen, mit einer unserer Haupttechniken angegriffen. Partner blockiert, da haben wir das Bein aus hingehängt, sind rumgesprungen. Und haben dann Osunogari geworfen. Ja? Aber ich weiß, das wiederholen wir kurz. Das wiederholen wir kurz. Wir machen das aus einem Ogoshi-Griff. Ich drehe Ogoshi ein. Zack. Oh, Partner blockiert. Drückt nicht so nach hinten. Ich hänge mein Bein nach außen. Spring rum. Und werfe ihn Osunogari. Ja, machen wir das einmal aus dem Revers-Griff. Mit Borodesionage. Er blockiert und zieht nach hinten. Stell ihn hin. Schieb meine Hand nach hinten. Spring um ihn rum. Ah, ins Bein, spring um ihn rum. Bleib in der Schütte. Ja? Und dann warte ich oben. Koshikuruma, zack, dreh ein. Der blockiert wieder. Bein nach hinten rumspringen. Bam. Osunogari werfen. Nur zu eurer Lieblingsseite. Also nur die echten Würfe, nicht die Schlangenwürfe, nicht die Schlangenseite machen. Los geht's, drei Würfe jeder. Brauchen keine Uhr, geht rucki zucki. 15 Sekunden. Wenn ihr es nicht wisst, guckt die letzte Sendung nochmal an. Dann kennt ihr nochmal genau, wie es geht. Dreimal nur wiederhole. Heute machen wir einen neuen Wurf. Da machen wir jetzt eine Vorübung dazu, bevor wir den dann mit Osunogari kombinieren. Und wir machen das aus einem Koshikuruma-Griff, aus dem dritten Stock oben raus. Machen wir das. Wir drehen Koshikuruma ein. Vielleicht seid ihr soweit. Und dann die drei Würfe haben. So viel sind es auch nicht. Okay, wir drehen Koshikuruma ein. Eins, zwei. Und oft läuft der Partner an euch so vorbei. Dann weicht er so und steht davor. Das verhindern wir. Und einen Trick haben wir schon. Aber einen Trick haben fast alle von euch schon mal gemacht. Indem ihr unser Bein zum Beispiel rausstellt. Jetzt kann er eben noch drüber springen. Und stellt sich hin.
das haben wir am Anfang vom Jahr glaub mal gemacht, die Otoshi-Würfe. Bei jedem unserer Hauptwürfe mal das Bein rausstellen. Okay? So, jetzt aber kommt noch ein dritter Trick zu dieser ganzen Geschichte dazu. Jetzt schwingt ihr euer Bein hinten hoch. Ihr dreht eins im Koshiguruma. So. Und da, wo ihr das Bein rausstellt, damit ihr nicht drüber springen kann, schwingt ihr euer Bein wie zum Osotogari hinten hoch. Ja, richtig hoch. Nicht nur so halblebig. Ihr seht schon, ich bin schon fast nach vorne gefallen. Weil er ein bisschen leicht ist hier, mein Partner. Jetzt mal so. Koshiguruma eindrehen. Dann schwingt euer Bein hinten hoch. Und mit der Hand, wenn ihr oben fasst, könnt ihr euch dann auf den Boden abstützen. Ja, zeig es euch gleich. So, jetzt hochziehen. Und jetzt hochschwingen. Ja, da könnt ihr euch dann abstützen. Das Bein ist schön hoch, das muss höher als euer Popo sein. Der Wurf heißt Haraigoshi. Das ist dabei ein orange-grüner Wurf. Einige von uns 12 haben ja schon orange. Manche machen orange-grün. Da sollt ihr das dann können. Zeig's mal von der Seite. Hochziehen, Koshiguruma eindrehen. Ihr könnt schon mitüben. Ja? Und jetzt schwingt ihr euer Bein, was ihr außen rausstellt, damit ihr nicht ausweichen kann so gut. Schwingt ihr jetzt hinten hoch. Okay. Und schaut, dass die Zehenspitze, wenn ihr schwingt, immer nach unten zeigen. Sage ich gleich warum. Die Zehenspitze von den Beinen. Ja, immer nach unten. Wenn ihr es so zeigt, so, dann kippt ihr meistens um, weil sich wie eure Popo dreht. So bin ich so. Jetzt drehe ich so, drehe ich mich schon so. Und dann kennt ihr mich besser kontern. Deshalb guckt, dass eure Zehen immer nach unten zeigen und nicht so zur Seite. Immer nach unten. Immer nach unten zur Matte die Zehen. Wie beim Osotogari auch. Ja, los geht's! Haraigoshi da! Geht ganz einfach mit der Puppe, finde ich. Ist mit dem Partner dann ein bisschen schwerer, aber ihr habt dann wenigstens mal die Bewegung drauf. Du machst eine Minute lang Haraigoshi. Zeit läuft. Aus dem Koshiguruma-Griff, das wäre der sichersten, aus dem dritten Stock oben. Einbrennen. Und jetzt Bein hinten hoch, Zehen zum Boden. Bam. So, ich muss mich vorne ein bisschen abstützen. Aber. Knie. So, zack, zack. Hopp. Eins, zwei. Hopp. Genau, richtig mit Schwung hoch, wie so ein Pferd, was nach hinten ausschlägt. Bam! Und richtig hinten hoch. Dass die Puppe ins Salto macht. Ja? Noch 10 Sekunden. Gut. So. Jetzt kombinieren wir das mit Osotogari. Wir machen Osotogari aus dem dritten Stock raus. Es geht aus dem ersten, es geht aus jedem Stock. Aber hier ist, glaube ich, für euch erstmal ein bisschen einfacher. Nächstes Mal ändern wir das ein bisschen. Ja, dann machen wir das aus den anderen Griffen raus. Aber jetzt erstmal oben. Wir greifen Osotogari an, mit dem Partner. Springen nach vorne, hängen wir ein. Jetzt drückt er mich dagegen. Will auch. Hier, will auch Osotogari werfen. Da ist ja die Gefahr bei diesem Wurf. Ja, persönlich finde ich den sehr schwierig zu werfen. Ja, weil es immer eine 50-50 Chance ist. Wenn ich einen kleinen Fehler mache, gewinnt der. Jetzt drückt er mich so um. Jetzt springe ich. Einmal. Jetzt geht nur mit einem Sprung. Hopp. Zu weg von ihm. Und hau mein Bein hinten hoch. Und werfe Haraigoshi. Ja, er müsste da nicht ganz eindrehen. Könnt er gerne auch so ein bisschen zur Seite werfen. Werfen nicht dahin, sondern werfen so in diese Richtung. Ja, zeig's nochmal. Ich greife Osotogari an. Der drückt dagegen, drückt mich hier in den Rücken. Ja, ich merke, wie er mich drückt. Und jetzt springe ich, sodass meine Zehen vor dem Standbein darüber zeigt. Hopp. Und jetzt ziehe ich mein Bein durch.
und werf ihn Harai Goshi. Angriff Usulgari. Der drückt dagegen. Harai Goshi. Kurz drehen auf den Ball. Mein nächster Hund jetzt auch eine Kraftübung dann mal. So, hopp, Ding. Dann machen wir so viel auf ein Bein springen, ja. Da müsst ihr stark sein. Euer Gleichgewichtssinn muss da gut sein. Ohne Zeit. Ja, immer selber üben. Vorne springen, Osorogari. Der drückt dagegen. Jetzt springe ich, so als ich in die andere Richtung schaue. Ich schaue jetzt hier zum Fenster raus. Und jetzt, zack, springe ich rum, schaue in die andere Richtung zum Fenster und schwinge meinen Ball hinten hoch. Als wenn ich Osorogari weiterwerfen möchte. Nur, jetzt dann ein Harai Goshi. Für die U10er und Gelb-Weiß-Gurte wird es sicher sehr schwer. Ja, wir haben ja auch ein paar U12er dabei. Deshalb müssen wir das so ein bisschen auch mal ein bisschen schwerer machen. Die U10er, die versuchen das so gut wie möglich zu machen. Ja, wenn das nicht hinbekommt, nicht schlimm. Wenn wir wieder richtig Judo machen dürfen, wiederholen wir das Ganze alles nochmal richtig auch mit Partner. Ja, da wird jede Trainingseinheit nochmal richtig mit einem Partner wiederholt, dass er auch spürt, dass es ein bisschen anders ist, mit einem Menschen zu werfen als mit der Puppe. Hier könnt ihr so ein bisschen eure Basis üben. Das andere. Nebenher üben, während ich rede. Ja, nicht stehen bleiben, nur zuhören, so nebenher üben. Üben und oben auf. Fang. Rumspringen, hopp hoch. Ja, richtig hochschwingen das Bein. Also, die U10er nicht frustriert sein, wenn es nicht so klappt. Und vor allem die Gelb-Weiß-Gurte nicht. Das ist ja, wenn das schon so ein bisschen hinbekommt, ist das schon richtig, richtig gut. Ja. Zack, Osulgari. Jetzt rum. Hopp, hoch. Gut. Dann kommt zum Boden. Könnt kurz was trinken, wenn ihr wollt. Ich muss schnell. Also für den Puppe ein bisschen auf die Seite, weil man hier seine Vorübung. Wir befreien uns ja gerade mit einer Brücke. Letztes Mal haben wir angefangen, die Brücke richtig zu machen. So. Wir wiederholen das nochmal. Ja. Brückenbefreiung. Also wir haben ja vor zweimal haben das Bein geklammert, dann eine kleine Brücke gemacht und dann drüber gelupft. Jetzt haben wir schon, versuchen wir das mit einer reinen Brücke zu machen, ohne das Bein zu klammern, weil wenn das Bein zum Beispiel nicht hinkommt, der verteidigt oft das Bein. Deshalb muss das auch oft nur mit einer Brücke funktionieren. Eine Brücke nochmal. Also jetzt nicht... Ihr wisst, ich bin schon ein bisschen älter, ja? Ich mache so gut es geht eine Brücke. Sicher viele von euch können das besser. Er zieht die Beine an, Hände neben die Ohren und dann, oh, drückt ihr euch hier hoch. Oh, ich schaff's gar nicht mehr. Also hier mit den Händen hochdrücken, sodass der Kopf weg vom Boden ist. Ja? Schön hoch hier, Bauch hoch, Rücken hoch, dass man richtig ausheben kann. Okay? Und los dann. Ich bleibe auf dem Kopf. Ihr könnt das mit Händen machen. Ich mache das so. Geht ihr richtig hoch. So. Halt ihr feste Rückenmuskeln. Oh. Und nochmal hoch. Hopp. Und jetzt nochmal auf den Kopf halten. Ja, gut. Also ich nur auf den Kopf, ihr auf den Händen. Nochmal auf den Händen. Und hoch. Sehr gut. So. Jetzt heißt es ja nicht nur, wenn wir eine Brücke machen, sondern ihr habt es ja schon mitbekommen, wir müssen uns auch drehen. Das heißt, wir gucken, dass der Partner so ein bisschen auf uns drauf ist, heben den Popo hoch und lupfen ihn dann über unsere Schulter nach hinten. Und also richtig hoch mit dem Popo und dann über die Schulter nach hinten. Der Kopf schaut auch hinter, dann nach hinten, was da hinten los ist. Dann wieder runter, stell dir vor, ihr habt den Partner und jetzt Beine nach ran und zur anderen Seite hoch. Und weg. Ganz hoch. Jawohl. Und nochmal. Popo hoch. Und wegdrücken. Okay, jetzt jede
Jede Seite im Abwechseln. 30 Sekunden. Fertig. Und los geht's. 30 Sekunden rechts, links, drückt ihr den Partner sozusagen von euch runterwerfen. Über die Schulter nach hinten. Zack. Zack. Jawohl. Jawohl. Kommt, noch 15 Sekunden. Durchhalten. Noch 5. Und stopp. Gut. So, jetzt machen wir es mit der Puppe. Wir machen es aus einem Käsegatame raus. Ich zeige das so. Puppe hat Käsegatame. Entweder so oder im Kopf von mir aus auch. So. Ja, hat nicht so. Ich komme an die Beine nicht ran. Ihr seht ja, die Beine ganz weit vorne. Ich komme da nicht ran. Also drehe ich mich zu ihm hin und umarme ihn und halte ihn fest. Jetzt setze ich jetzt mal ein Bein auf die Matte. Zweites Bein drückt mich hoch und jetzt lupfe ich ihn auf die andere Seite rüber und halte ihn gleich fest. Ja, genau gleich richtig ins Katame gehen. Ich werde immer gerne auf den Bauch liegen und halte ihn dann fest, weil es schneller geht. So, sei es mal aus der Position, der hält mich wieder fest. Ja. Ich packe ihn hier, den umarmen, wenn er es schafft. Swimming drin. Ein Bein aufsetzen, schon mal hochgehen, zweites Bein aufsetzen, hoch und jetzt auf die andere Seite, die Schulter nach hinten, festhalten. Und wieder. Der hat mich. So, der hat mich hier unter dem Kopf. Den Hornkäsegatame, die umarmt ihn oder passt, packt den Überanzug. Für dich chillen. Ein Bein aufsetzen. Schwung holen, zweites Bein ganz hoch mit Popo und über euch drüber auf die andere Seite. Boah, und ihr könnt so liegen bleiben, ja, ist auch ein Haltiger. Okay, braucht ihr nichts verändern. Wenn ihr 10 Sekunden haltet, bekommt ihr den ersten Punkt. Bei 20 Sekunden habt ihr den Kampf gewonnen. Ja, und 10 Sekunden kann man dann schon auf jeden Fall festhalten, um eine kleine Werbung zu bekommen. Dann mal die Seite wechseln. Hält mich auf der anderen Seite. Nochmal kurz zum Käsegatame. Jetzt habe ich hier den Arm drunter. Ja. Ich umarme ihn, dass er keine Stütze hat hier. Ganz nah ran. Dreh mich zu ihm. Ein Bein aufsetzen, zweites Bein aufsetzen. Über die Schulter nach hinten. Festhalten. Dann hält er mich wieder fest. Und zum Käsegatame. Jetzt zieh das mal von hinten. Ich komme nicht an die Beine ran, die sind viel zu weit vorne. Also zu ihm hin drehen, ein Bein aufsetzen, zweites Bein aufsetzen, Popo hoch, über die Schulter nach hinten, festhalten. Und los geht's. Kurz üben, macht's abwechselnd jetzt kurz mit dem Üben. Und dann macht ihr es 30 Sekunden auf die eine Seite, 30 Sekunden auf die andere Seite. Dann mache ich gleich wieder mit. Stelle nur die Uhr ein. So, jetzt bereit machen. Lasst die Puppe euch festhalten. 30 Sekunden auf die eine Seite. Ich sage wechseln, geht ihr gleich auf die andere Seite rüber. Und los geht's. Zeit läuft. Käsegatame hat er nicht fest hier. Zu ihm hindrehen. Beine aufsetzen. Hoch mit dem Popo. Über eure Schulter rüber auf die andere Seite. Festhalten. Dann hat er mich wieder fest. Zu ihm hindrehen. Also mehr Schwung habt. Beine aufsetzen. Beine aufsetzen. Popo hoch. Über die Schulter nach hinten. Festhalten. Dann hat er mich wieder. Und wir wechseln die Seite. Wenn die von der anderen Seite fest. So in den Drehen. Ein Bein aufsetzen. Anders mal aufsetzen. Popo hoch, über die Schulter nach hinten. Jagt mich wieder. So in den Drehen. Ein Bein aufsetzen.
zweites Bein aufsetzt. Oh, Arme nicht vergessen, ja? Und über die Schulter nach hinten. Und schön habe ich wieder. Gut. Befreiung durch eine Brücke. Ja. Wir haben Umdrehkreis gemacht, wir haben vier Haltegriffe gemacht. Und jetzt Befreiung aus einem, mit einer Brücke. Nächste Woche machen wir einen neuen Umdreher, einen 12 Umdreher. Ja, da müssen die Zehner gut aufpassen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber sehr wichtig. So, am Schluss noch ein kleines Bodenranduri mit eurem Partner. Oder mein Standranduri. Ah, mein Boden ist besser. Boden klar besser, Stand kann ich nicht so gut. So, seid ihr bereit? Fertig? Und ja, wir starten gleich so. Wir haben den hier. Oh, na schön. Und drauf. Ja, festhalten. Oh, der kommt raus. Und der kann auch mal eine Brücke machen. Guck mal. Oh. Hat er mich durch eine Brücke, hat er sich befreit. Jetzt hat er mich im Haltegriff. Ein Yoko Shiogatame, ja? Denk mal dran, mit der Wippe machen, mit den Beinen. Oh, genau. So. Ja, Ungatame, werden Sie befreien. Oh, ich bin auf zum Tanzschuh. So, an ihm fest. Ganz fest. Oh. Jetzt macht er hier. Oh. Und wenn zur Seite. Ja, auf der Brücke. Oh, Mist, ich habe Bein hier. Wie ein Trichter. Zum Beispiel. Willst du nicht machen, aber ich mach's jetzt mal. Oh, ihr könnt ja einen ganz anderen Kampf machen als ich. Oh. Und weiter. Nur noch eine Minute. Macht eure Puppe platt. Los, los, los. Nicht aufhören. Immer dranbleiben, immer in Bewegung bleiben. Macht die ganzen vier Haltegriffe mal durch. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Und so langsam in eure Siegesposition kommen. Fertig. Und Mathe, stark gewonnen habt ihr. Freut euch. Jawohl. Immer freuen, wenn ihr euch gewonnen habt. Ja? Ein Sieg, über einen Sieg darf man sich gerne freuen. Ach, ach, tut nichts. So, Abschlussübungen. Wir machen die Hausecke, wie die Nora immer so schön sagt. So, schaffen wir jetzt gar nicht. Viel zu steif heute dafür. Und wir krabbeln nach vorne. So, dass die Brust auf dem Boden ist. Wer es hinkriegt. Weißt du, wenn die Lisa zuguckt, die bekommt das hin. Ja. Los vor. Ganz vor. Voll. Gut, die beiden Hände zu einem Fuß rüber. Wir wechseln auf die andere Seite. Jetzt haben wir was Neues, was wir ab und zu mal brauchen, was ich nicht so gerne mache, aber trotzdem ist eine ganz gute Dehnübung. Hier das Bein zu anwinkeln, ein Bein zu anwinkeln, anderes Bein zu strecken und wir drehen uns gleich mal nach hinten, dass hier da hoch die Spannung ist. Das hier hochziehen, Oberschenkel, Adduktor, da ist der Muskel hier drin. Gut, dann zurück und wir gehen mit der Stirn aufs Knie runter. Oh, ich kann schon gar nicht mehr. Gut, Seite wechseln. Bin zu unbeweglich geworden. So, das geht nicht so gut. Okay, erst nach hinten drehen. Spannung hier. Vorne. Gut. Lassen die Beine breit in der Hausecke. Und wir drehen uns so weit wie möglich nach hinten. Schaut hinter euch an die Wand, ob noch alles hängt. Oder ob ihr mit eurer Puppe irgendwas kaputt gemacht habt. Dann gehen wir zur anderen Seite.
Gut. Ja. Arme so, nicht uns auf den Bauch, Arme zur Seite raus. Und dann drehen wir uns so auf die Seite rüber. Spannung hier Schulter. Handfläche auf den Boden lassen, nicht umdrehen, ja. Jetzt biegen wir den Arm ab, so. Dann geht schon gar nicht so weit. Spannung ist dann hier zur Brust hin. Hier müsst ihr spüren. Da Schulter Richtung Boden drücken und hier hoch. Andere Seite. Sagt euren Eltern bitte, die sollen eure E-Mails checken. Denn es kann sein, dass wir nach den Ferien richtige Suche machen dürfen, beziehungsweise wieder hier drin Suche machen dürfen. Ich schreibe euch aber alles noch, was ihr da bringen müsst und was ihr machen müsst und so weiter und so fort. Schreibt ihr euch alles. Und hier nochmal Arm anwinkeln und Brustmuskel. Gut. Am Schluss wie immer die Gefangenenübung. Hände hinterm Bauch, hinterm Rücken, auf den Bauch legen. Für unsere Gäste, die neu dabei sind, zeigt es immer wieder vor. Ich habe euch gefangen, gefesselt und in meinen Keller gelegt. Und jetzt müsst ihr ohne Hände aufstehen. Dann Hände sind immer noch gefesselt. Mit dem Popo nach unten. Und muss der Beine gehen. Und mit den Beinen durch. Und mit den Zähnen die Zeichen laufen. Ich glaube, es war Mittagessen. Puh. Gut. Wenn es euch gefallen hat, wie immer mein Spruch, abonniert unseren Kanal, teilt ihn mit Freunden, macht den Daumen nach oben, ja, hilft uns immer ein bisschen bei den Bewertungen natürlich. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht nächste Woche hier, vielleicht aber auch wieder hier auf eurem Bildschirm. Also ich freue mich, euch nächste Woche hoffentlich hier live sehen zu dürfen. Schaut eure E-Mails an, wann ihr kommen könnt, falls es dann soweit ist. Tschüss, ciao, bye, bye. Bis nächste Woche.